Züge und Radiotechnik. Wir schreiben den 4. Juli 2024. An diesem Tage veranstaltete ich meinen ersten eigenen organisierten Fotozug. Zum Einsatz kam 112-364 von Lok Ost. Hierfür ein großes Dankeschön, dass wir das so machen konnten, und die beiden ABY-Wagen von meinem Arbeitgeber Intertourix. Genutzt wurde die Strecke vor der Haustür, die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. Am frühen Morgen kam der Zug in Dessau eingefahren. Hier sehen wir sie auf Höhe des ehemaligen Zementanlagenbaus Dessau. An diesem Tage befuhren wir einmal früh zwischen 7 Uhr und 10 Uhr die Strecke, sowie dann nochmal am Abend zwischen 18 Uhr und 21 Uhr. Grund hierfür ist der normale Regelverkehr, der nicht gestört werden durfte, da aktuell ein Zweizugbetrieb aufgrund fehlender Zugsicherung auf der Strecke nicht möglich ist. In diesem Winter soll nun endgültig die WSSB-Anlage in der Dessauer Albrechtstraße nun verschwinden. Laut einem Kommentar der Stadtwerke bleibt der Bahnübergang in der Straße der Wall in Waldersee noch bis 2025 bestehen. Wir befinden uns nun in der Albrechtstraße. Ich danke natürlich auch den Statisten, die diese Veranstaltung mit abgerundet haben. Nun befinden wir uns auf dem ehemaligen Werksgelände von Elmut Dessau. Genauer gesagt in Waldersee an der Straße der Wall. Dieser Bahnübergang soll noch bis 2025 existieren. Bevor der Zug kam, musste natürlich noch mal ein bisschen Unkraut umgepflügt werden, damit das Motiv doch etwas besser aussieht, und alle Fahrzeuge und Statisten gingen in die richtige Position.
Im Bahnhof Oranienbaum warteten sogar Fahrgäste auf den Zug. 2024 feiert die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn übrigens ihr 130-jähriges Bestehen. Die Strecke ist 18 Kilometer lang und früher ging sie noch weiter bis Gorau-Resen. Weiter geht die Reise nach Wörlitz. Der Bahnhof Wörlitz gehört übrigens dem Chef der Stadtwerke Dessau und nach wird er wieder fit gemacht. Zukünftig soll dort eine Unterkunft und ein Café hinein. Deswegen der dumme Bauzaun. Nachdem der Zug in Wörlitz angekommen ist, fuhr die Lok einmal drumherum und dann starteten wir auch wieder unsere Fototour zurück nach Dessau. Es wirkt, als wäre man in einer vergangenen Zeit wieder gelandet. Planmäßig verkehrt auf dieser Strecke ein VT672 der ehemaligen Burgenlandbahn. Hin und wieder auch mal ein VT670, 670-003, besser bekannt als Fürstin Luise. Auch ich komme hier auf beiden Triebwagen hin und wieder zum Einsatz im Rahmen meiner Nebentätigkeit, die mir auch sehr viel Spaß macht. In Oranienbaum haben wir wieder einen kurzen Stopp eingelegt und verlassen auch wieder Oranienbaum in Richtung Dessau. Hier haben wir eine typische Szene von Dessauer Bahnübergängen. Es sieht so aus, als hätte der Trabi noch fix vorher den Bahnübergang passiert, obwohl das Blinklicht leuchtet. Alltag auf der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn.
Der Chef rennt noch fix durchs Bild und schaut, ob alles passt. Die ersten Autos missachten das rote Blinklicht, wie eben in der vorherigen Szene gesehen. Die Straße wird abgesperrt und dann kommt auch schon der Zug. So gesehen in der Albrechtstraße in Dessau. Im Dessauer Hauptbahnhof fuhr dann die Lok gleich schon auf die andere Seite, zog unseren Fotozug in die Abstellanlage auf dem Güterbahnhof und anschließend konnte dann 675913, welcher aktuell den Regelverkehr auf der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn abwickelt, einfahren. Und wir hatten gut 8 Stunden Pause. Nun ist es 18.20 Uhr und Teil 2 beginnt. Am Abend sind wir dann nochmals nach Wörlitz gefahren, wie vorhin schon erwähnt. Beginn tun wir wieder an der Albrechtstraße in Dessau. Wir hatten an diesem Tag übrigens richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Am Tag darauf, am 5. Juli, bin ich dann auch wieder die Frühschicht auf der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn gefahren. Das Wetter war prinzipiell besser, aber manche Aufnahmen wären dann leider noch mehr im Gegenlicht gewesen. Somit möchte ich sagen, ich hatte den richtigen Tag für diese kleine Veranstaltung herausgesucht. Und ich bin noch immer überwältigt, dass alles so gut geklappt hat und wir wunderbare Aufnahmen zaubern konnten.
Leider ist dann am Abend in Waldersee am Bahnübergang der Skoda kaputt gegangen und musste repariert werden. Aber ein Passant eilte zur Hilfe. Oder war es vielleicht doch nur für das beste Foto? Wer weiß. Auch Abschiedsszenen gehören dazu. Gerade noch mal so das gute Wetter abgepasst. In Wörlitz Fixlokumlauf gemacht, ein Gruppenfoto gemacht und dann ging es kurz nach 20 Uhr wieder zurück und auf der Fahrt gab es dann doch mal einen Regenschauer.
Nun verabschieden wir uns wieder von Wörlitz und fahren auf direktem Wege zurück nach Dessau und anschließend der Zug nach Aschersleben. Ich hoffe, das Video hat euch genauso gefallen wie mir der gesamte Tag. Schließlich war es doch mein erster Fotozug, den ich organisiert habe. Meine letzte Aufnahme auf der Dessau-Wurlitzer Eisenbahn machte ich wieder in Waldersee. Gut eine Woche zuvor habe ich hier ein bisschen freigeschnitten, damit das Fahrwerk auch nicht im Gras versteckt ist. Ich hatte danach gut 3 Tage Muskelkater. Da unser Lokführer recht langsam gefahren ist, gelang mir noch eine Aufnahme im Dessauer Güterbahnhof. Und weil danach noch dank der DB doch noch etwas Zeit war, konnte ich nochmal bei ZAB nochmal meine letzte Aufnahme machen. Das war's, bis dahin, euer Max.